Episode 1, dunkle Bedrohung, Kapitel 2. Invasion von Nabu. Die Handelsföderation hat mit dem Angriff auf den friedlichen Planeten Nabu begonnen. An Bord des Ladungsschiffes landen Qui-Gon und Obi-Wan gemeinsam mit den Invasionstruppen auf Nabu. Sie müssen die Verteidiger des Planeten finden, bevor es zu spät ist. Machen wir easy! Okay. Obi-Wan ist ja auch ein Held, ey. Gut, ja, die ganzen Pflanzen können wir jetzt aufmachen, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Okay. Geh weg. Zack. Zack. Ich glaube, wenn sie schimmern oder so, dann kriegen wir noch mehr. Als eigentlich. Mann, geh weg. Hey, du da. Bleib hier. Hallo. Hey. Zack. Zack. Ach stimmt, hierfür brauche ich einen Druidenschützen oder so. Also irgendeiner, der eine Pistole hat. Damit wir dagegen schießen können und dadurch, ja, taucht was auf. Ich mache jetzt die ganzen Pflanzen, mache ich jetzt nicht. Mann, geht weg! Das bauen wir auf. Können wir das nicht irgendwie auch wieder schrotten oder so? Genau, wir können das schrotten. Kommen dadurch ganz schön viel Kohle. Können wir noch weiter schrotten, genau, und bekommen ein Minikit. Schöne Sache. Sehr, sehr schön. Ich will die ganzen Blumen halt nicht öffnen irgendwie. Ist halt nervig, jede Blume zu öffnen. Das hier müssen wir explodieren lassen. Ah. So, und hier ist es jetzt so. Ich weiß gar nicht, hier oben ist erstmal ein Minikit, genau. Und dann können wir das hier auch noch alles zerstören. Und hier drin befindet sich auch noch irgendwas. Greif doch an, du Lappen! Mensch. Hier drin ist noch ein Minikit, genau. Auch nochmal schön zerstören für mehr Kohle! Wenn wir jetzt die wahre Jedi-Sache da nicht schaffen, ist es nicht so schlimm, wir machen das Spiel ja eh nochmal. Und dann werde ich alle Blumen auch so aufsammeln. Jar Jar Binks, ey. Was ein Spacki. Danke, danke. Oh ja. Genau. Und Jar Jar Binks ist einer der Charaktere, die übel hoch hüpfen können. Was ihr gerade seht. Zack, zack. Wieso kommt er da oben nicht hoch? Ach so, okay. Dann ist das eine der Sachen. Zack, genau, dann haben wir eine Plattform. Genau, solche Sachen gibt es nämlich auch noch. In manchen Pflanzen ist dann sowas drin zum Beispiel. Und das ist dann ziemlich praktisch. Aber wie hoch er einfach hüpfen kann, ne? Das ist so unglaublich. Und Jar Jar Binks brauchen wir dann, glaube ich, auch in der letzten Mission, wo ich da eben nicht hoch wieder kam auf diese vier gestapelten Dinger. Ich glaube, dafür brauche ich ihn auch nochmal. Oh, es ist so kacke, dass ich hier nicht mein Vierfach-Jump habe oder so, wisst ihr? Also, dass ich nicht doppelt jumpen kann, wenn ich gleichzeitig W drücke. Ist total kacke. Haben wir das bitte runter, genau. Zack, zack. Ich konnte mich gerade nicht nach oben drücken. Es hat gerade gelaggt, okay. Zack. Einsammeln. Ah. Okay, hier brauchen wir einen Kopfjäger, um das zu aktivieren. Ich weiß nicht, was wir dadurch aktivieren. Ich weiß es echt nicht mehr. Oh, lol. Wo kommst du denn her? Okay. Und. Nein, stimmt. Ich hatte ja. Ja, wenn ich einen Charakter wechsle, habe ich immer noch die gleiche Lebensanzahl übrig. Das ist das Problem. Okay. Dahinter ist aber noch was. Hier hinter. Ah ne, das öffne ich dann wahrscheinlich durch den Kopfjäger, okay.
Hier oben konnten wir das jedenfalls noch einsammeln. Zack, zack. Zack, zack. Greif an! Okay, das können wir das zerstören, oder? Ja, okay, das können wir zerstören. Schön. Hier unten ist... War das hier unten? Ich probiere es einfach mal. Nein, es war nicht hier unten, okay. Dann war es irgendwo woanders, wo man runterfallen konnte oder so. Irgendwie, dann war das hier, glaube ich. Nee. Okay, oder auch. Ich meine aber, glaube ich, irgendwie eine andere Stelle. Aber gut. Ich glaube, das war hier. Wo man durch einen Trick, man kommt da eigentlich nur mit so einem kleinen Fratz hin. Aber man kann auch, glaube ich, irgendwie runterfallen oder so. Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Ich kann es gleich mal versuchen. War das hier? Oh Gott. Mann, geh weg! Ja, hier war das. Nee, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Lassen wir das. Lassen wir das. Genau, das können wir zusammensetzen. Zack. Das hier kommt aber auch irgendwie... Kann man das zerstören oder so? Ich weiß nicht mehr. Mann, geh weg! So viele nervige Kackviecher! Wieso kriege ich denn immer wieder zwischendurch Lags hier, ey? Was ist das? Oder musste ich das hier an der Seite irgendwie explodieren lassen oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas konnte man hier eigentlich machen. Man musste ja reinkommen in den Weg. Aber egal, hierfür brauchen wir erstmal wieder Jar Jar Binks. Hoch. Ein Tausender bekommen. Oha. Da wollte ich nicht runter. Das ist ein Damage Up oder ein Power Dings. Zack. Okay, es geht um... Lol. Okay, nehmen wir jetzt einfach mal wieder Kin Bo Bon Be, irgendwie, wie auch immer sein Name nochmal war. Ich will das Herz, danke. So. Dann können wir das jetzt erstmal aufmachen. Okay. Kit einsammeln. Kommen wir den nicht auch wieder zerstören? Ne, wie es aussieht, diesmal nicht. Schade. Jar Jar Binks. Super. Hier ist jetzt, glaube ich, irgendwie Knopf oder so. Oder nee, das. Okay. So, und hier konnten wir jetzt wieder weitergehen. Genau, dann gehen wir weiter. Okay, wie viel haben wir... Ah, da hinten ist schon die Mission zu Ende. Stimmt. Oh, Mann. Das ist jetzt aber doof. Aber man kann sich hier die ganzen Sachen farmen, eigentlich. Die ganzen... Geld... Das ganze Geld. Mann! Nein, erst die Beine. Erst die Beine. Dann das. Und dann den Kopf. Und wir bekommen ein Kit. Zack. Geld. Geld. Ich glaube, man muss hier irgendwie echt jede Pflanze oder so aufmachen. Irgendwie so war das. Ach, in irgendeinem Level muss man ganz viel machen, damit man überhaupt, also jedes, am besten jedes Lego-Stückchen mitnehmen, damit man auch die volle Anzahl bekommt. Irgendwie so, ach, keine Ahnung. Das müssen wir jetzt eigentlich eh nicht machen, wie gesagt, wir müssen ja eh nochmal in das Level reingehen. Am besten mit einem Kopfjäger. Damit, ja, der hat ja eine Waffe wahrscheinlich, eine Pistole. Ich glaube, ja, wie hieß er nochmal? Oh, verdammt, oh, ich habe die ganzen Namen von Star Wars gar nicht mehr im Kopf. Das ist total schlimm. So Ewigkeiten kein Star Wars mehr geguckt oder gespielt. Weg! Nerv mich nicht! Du auch nicht! Oh, ich geh jetzt weiter. Das wird mir hier zu doof. Der Tausender bringt auch nichts, oder? Nee, schade. Okay, dann haben wir's. Dass die so lange ihre Luft anhalten können, ist einfach übel, ey. Schön. Level abgeschlossen. Wir bekommen Jar Jar Binks. Waren Jedi haben wir nicht. Steine gesammelt.
Haben wir auf jeden Fall jetzt 103, okay. 8 von 10, echt schon? Oh, lol. Level abgeschlossen und mehr kriegen wir nicht, okay. Gehen wir mal in Kantine. Ich will mal gucken, was wir uns so kaufen können. Als Obi-Wan und Jar Jar Binks. Genau, hier kann man nämlich sich Sachen kaufen. Hinweise, Charaktere, Extras. Was gucken wir mal bei Extras? Was ist mit S? Okay. Achso, Extras ein aus. Sich erleichtern. Verkleidung. Oh. Okay, Moment. Gehen wir nochmal zurück. Code eingeben. Kann Codes eingeben, cool. Goldene Steine. Es gibt also 14 goldene Steine, die wir uns kaufen müssen noch. Story Clips brauchen wir jetzt nicht. Extras. Wen haben wir nochmal so bei Charakteren? Gonk-Droide. Ist halt einfach total useless, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Captain Darpels. Boss Nass. Ja, noch ganz viele andere Charaktere. Oh man, ich weiß noch, dass ich das Spiel 1 bis 3, also Teil 1 bis 3, 100% durchgespielt habe, ey. Das war echt... Okay, wir kaufen uns erstmal die ganzen Droiden hier. Ganze Schmarrn. Boss Nass. Captain Darpels. Die kostet halt 40.000, habe ich gar nicht mehr. Lol. Hinweise. Können wir uns die alle kaufen? Ja, die können wir uns alle kaufen. Brauchen wir eigentlich nicht kaufen, oder? Moment. Doppelsprung und drücke in der Luft D, um einen jeden Spezialangriff zu machen. Angreifen, S zum Springen. Ja, okay. Desto mehr Schaden kannst du dir ja kaufen. Je mehr Lego-Steine du sammelst. Echt? Mehr Schaden? Ach ja, okay. Klar. In jedem Level alle Lego-Behälter und Minikit-Modelle zu bauen. Ja. Was haben wir hier? Gebiete eines Levels können nur von bestimmten Charakteren erreicht werden. Ja, im freien Spiel, genau. Weil du in einem Level einen gegnerischen Charakter besiegt hast, kannst du ihn hier kaufen. Cool. Wir kaufen das jetzt einfach mal alles. So. Einfach mal ganz stumpf. Extras. Ja, das sind die ganzen Power-Sachen. Power-Ups. Sich erleichtern. Verkleidung klingt halt eigentlich ziemlich witzig. Chewbacca trägt C3PO. Todesstern abschleppen. Umrisse. Piep, piep. Was ist das hier? Wir haben noch... Nichts. Nicht mehr genug. So, was ist bei Extras, okay? Extras. Extras ein aus. Adaptiver Schwierigkeitsgrad 1. Okay. Verkleidung 1. Ah. Okay, und hier können wir dann alles einschalten. Okay. Extras 1. Fortsetzen. Geil. Okay, das ist cool. Okay, das ist so verdammt cool. Oh mein Gott. Okay. Das feiere ich ja. Das ist super. Das ist sehr gut. Kapitel 3, Flucht von Naboo. Herausforderung können wir auch noch machen. Nein, ich wollte nicht zurück. Oh Mann. So, Story, ja. Dö-dö-dö-dö-m. Oh, es hat gerade gelaggt, wie es aussieht. Lol. Episode 1, die dunkle Bedrohung. Kapitel 3, Flucht von Naboo. Boss Nass, der Anführer der Gungan, weigert sich, den Menschen Naboos zu helfen. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi verlassen daraufhin seine Unterwasserstadt und eilen zum Königspalast in Theed. Als die Kampfdroiden der Handelsföderation in Theed einmarschieren, können Königin Amidala und ihr treuer Beschützer Captain Panaka nichts tun, um die Invasoren aufzuhalten. Okay. Dafür sind wir ja da! Dafür sind wir ja da. Dip, 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 dip
Das sieht einfach so geil aus mit diesen Verkleidungen gerade, wie sie sich auch angeschlichen haben. Alter, ist das cool. Ganz so, wir müssen versteckt sein. Mit der Verkleidung erkennt uns keiner. Ist das geil, Alter. Das sieht so cool aus. Huh. Obi-Wan, ey. Und jetzt kommt Jaja Binks. Boops. So geil. Nochmal schön nachtreten. Mit den Verkleidungen einfach, ey. Das ist so verdammt witzig. Ach, jetzt spielen wir die hier, okay. Hat sie? Nee, sie hat nicht. Was ist mit dem hier? Der hat eine Kanone. Aber das können wir halt... Ach, oh Mann, die haben halt nicht die Macht. Gut, er hat sich voll stylisch gedreht. Okay, das können wir alles aufschießen. Ja, toll. Kann ich das hier auch aufschießen? Danke. Ja, genau. Das Ding ist, man kann halt die Pistolen nicht direkt steuern. Er schießt halt dahin, wo er hinblickt, so in die Richtung. Und dann, wenn da ein Ziel ist, dann schießt er auch exakt aufs Ziel. Mach die Tür auf. Danke. So, was ist hier drin? Ist hier drin überhaupt noch irgendwas Wichtiges oder so? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu nah dran. Komm schon, schieß doch da oben hin. Siehst du den da oben nicht? Ja, ich glaube, der sieht den echt nicht. Oh, was habe ich hier denn? Oh, ich habe irgendwas aufgesprengt. Bam, 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 bam. Oh, das geht nicht. Oh. Okay. Oh, in so Schießcharaktere muss ich mich erstmal reinfuchsen, ey. Das ist total schlimm. Die treffe ich gar nicht, okay? Das ist A, ne? Genau. Hier, wir können uns hochziehen an solchen Teilen. Das ist mega geil. Zack. Alles aufschießen, um das Geld zu sammeln. Wir brauchen ja schließlich mehr Extras, die so coole Sachen machen. Das sieht einfach so behindert aus. Hoch da! Oh Gott! Da ist ein Tausender. Den will ich haben. Nein, ich will ihn haben. Danke. Siehst du, ich habe nicht mal gesehen, dass da ein Gegner steht und die konnten den einfach schrotten. Was da oben noch kaputt machen, genau. Alles einsammeln. Was ist hier noch so? Können wir das eigentlich anschießen oder so? Ne, dafür brauchen wir die Macht irgendwie, um das Bild zu ändern in irgendwas. Wie sie da einfach steht mit ihrer Maske, ey. Das sieht so geil aus. Es sieht so geil aus. Ohne Witz. Es sieht so geil aus. Oh Mann. Gut, dass ich diese Masken gekauft habe, Leute. Sehr gut, dass ich diese Masken gekauft habe. Weg, weg. Weg. Alles kaputt machen. Ich bin der Meister der Zerstörung. Irgendwas? Ich will das da oben kaputt. Danke. Bekommen wir Geld? Okay, was können wir hier machen irgendwie noch? Wie kommen wir hier raus? Okay. Hier ist nichts mehr. Ah, das hat ja, okay. Das war ja sinnvoll, da reinzugehen. Oh Gott! What? Ich will mein Geld wieder. Okay. Kommen ja noch mehr. Die auch mit ihrer Verkleidung, Alter. Es sieht so kacke aus. So, was stand da eben mit... Okay, nein, das muss ich nach da oben packen. Irgendwie. Das muss hier oben ran. Kann ich nicht darüber schieben? Wieso kann ich das nicht darüber schieben? Ah, okay. Kann ich das doch ziehen oder so? Nee, ne? Okay, nee, ich kann hier nichts weitermachen. Okay, dafür brauche ich Jedi-Kräfte. Hierfür auch. Oder nee, gar nicht. Das kann ich so zusammenbauen. Okay. Kann ich das jetzt hinschieben? Das muss wahrscheinlich dann hier unten hin. Auf den hier. Kann ich das auch so zusammenbauen oder? Nee, ne? Das springt ja nicht hin und her. Ja, es geht nicht. Okay.
Das kann ich nicht kaputt machen, okay? Aber das kann ich kaputt machen. Nee, kann ich nicht. Dafür brauche ich schon wieder Jedi-Kräfte. Ach ja, um dann später hier rüber zu hüpfen, glaube ich, war das. Den Kit da oben kann ich also nicht holen. Okay.